Also ich fange jetzt wieder mit dem Training an, also richtig. Und ich wollte auch mal ein paar Trainingsvideos machen und dann mache ich das erste direkt mal am Anfang. Und jetzt mache ich erstmal ein paar Bizeps Curls. Habe ich jetzt seit, keine Ahnung, einem halben Jahr nicht mehr gemacht oder so. War ein guter Aufgabensatz mit 30 Kilo, 12 Wiederholungen. Und ich habe immer sowas beschrieben, schwer, ein schweres Gewicht zu nehmen. Also entweder nehme ich so ein mittleres Gewicht und mache sehr viel Wiederholung oder ich nehme schweres Gewicht. Deswegen werde ich gleich nochmal 40 Kilo nehmen. Also 20 Kilo pro Seite. So, ich habe dann gemerkt, 40 Kilo, das geht gerade so klar, aber fürs erste Training sind 30 besser. Und dann macht er jetzt einfach so viele Wiederholungen, wie ich halt schaffe. Ja, von der Ausdauer her bin ich ganz gut bestellt. 22 Wiederholungen. Ich habe den letzten Satz Bizeps Curls doch nicht gemacht. Einerseits, ich muss runterkommen. Einerseits, weil ich den Bizeps nicht zerstören will, weil das nicht in erster Linie der Muskel ist, wo ich für meine Ziele jetzt unbedingt in erster Linie brauche. Und weil ich jetzt noch Übungen mache, wo der Bizeps auch beansprucht wird, und dann könnte ich die Übung nicht mehr machen, wenn er zerstört wäre. Also ich mache jetzt Rudern zum oberen Rücken im weiten Obergriff. Ist dann weniger Bizeps bei als im Untergriff. Trotzdem, und da nehme ich jetzt wenig Gewicht, also leichtes Gewicht, vielleicht maximal 70 Kilo. Ich werde mich jetzt auch mit 35 Kilo immer so mit 50% des eigentlichen Satzes, weil ich so oft auch nicht trainiert hatte, ist der Rücken ein bisschen krumm halt. Und da konzentriere ich ein bisschen eher vorsichtig und konzentriere mich eher auf die Dehnung. Weil die Dehnung ist es eigentlich, die dann da fehlt. Deswegen dehne ich den Sprung ein bisschen vor. Lass ihn gerade, bock mich ein bisschen vor. Und dann geht's los. So, das ist mein Aufgabensatz nur.
Ich habe vorhin, boah, ich muss ein bisschen runterkommen, vorhin zwei Sätze gemacht mit diesen App-Roller. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Ich habe aber bei meinem Aufnahmeprogramm vergessen, wenn ich auf Stop Capture mache, also wenn ich die Aufnahme stoppe und dann wieder starte, dann überschreibt er die Aufnahme davor. Deswegen habe ich es jetzt nicht auf Video, habe aber gemerkt, wie das extrem in den oberen Bauchmuskeln gezogen hat und auch nur da, in den unteren habe ich überhaupt nichts gemerkt. Und es hat dann halt wehgetan, bis wehgetan. Ich habe da so 13 Wiederholungen gemacht, weil ich es halt zum ersten Mal gemacht hatte und das ungewohnt war, hat es dann wahrscheinlich wehgetan. Und weil ich halt mehrere Monate überhaupt nicht wirklich trainiert hatte, besonders Bauch nicht. Deswegen mache ich jetzt stattdessen Leg Raises. Also ich habe früher für Powerlifting, oder wo es halt darum geht, maximal Gewicht zu Bewegung in drei Übungen, immer halt so einfach nur die Philosophie gehabt, einfach viel Gewicht nehmen. Aber ich habe jetzt gelernt, dass der Bauch da eigentlich nur statisch funktioniert. Ich habe da mit Crunches immer 60 bis 80 Kilo Zusatzgewicht genommen. Und beim Crunches ist es so, dass der Bauch sich halt krümmt, cruncht, und der Rücken sich auch krümmt. Und diesen Bewegungsablauf hat man beim Bankdrücken nicht, hat man beim Kreuzheben nicht und bei Kniebeuge auch nicht. Das sind halt diese drei Übungen beim Powerlifting oder Kraft-3-Kampf. Und deswegen mache ich halt Übungen, wo der Bauch halt statisch bleibt, also statische Übungen mehr. Hanging Leg Raises wären besser, aber da schwingt man immer zu sehr und da bräuchte man dann so eine Wand, um nicht zu schwingen. Deswegen mache ich das nicht, deswegen mache ich jetzt normale Leg Raises. Aber eigentlich sind die zu einfach. Ich weiß also nicht, ob ich da noch irgendwie was mit einem Band mache oder so. Aber machen wir erstmal. Mach. Und schneller. Erstmal aufwärmen. Na, ist halt nichts Anstrengendes, hilft wahrscheinlich trotzdem fürs Laufen. Ich werde sowieso gleich laufen gehen, weil ich irgendwie total Bock auf Laufen habe. Und dann habe ich halt jetzt ein bisschen Rücken trainiert, ein bisschen Bauch und halt den Bizeps. Und werde dann halt. Weil ich gerade mit dem Training erst wieder starte, bin ich natürlich auch überhaupt nicht gedehnt und so weiter. Deswegen strecke ich die Beine nicht durch, also die Knie. Also die drücke ich nicht durch. Wenn ich die Leg Raises mache, oder nicht ganz, zumindest. Guck, das ist einfach mein Oberschenkel. Mindestens rechten Winkel sind zum Boden oder zu meinem Rohrkörper. Ja, meistens eigentlich viel zu viel Wiederholung. Weil es halt so einfach ist, das ist das Problem. Da weiß ich noch nicht, wie ich das löse, wie ich den Bauch, also für den Sport effektiv trainiere. Also fürs Laufen dürfte das reichen. Vielleicht hat einer von euch ja eine Idee, wie man den Bauch effektiv trainieren kann, also auf statische Kraft. Also ohne dass der Bauch oder der Rücken sich dabei halt krümmt und so weiter. Muss ich mir noch was einfallen lassen. Also Hanging Leg Raises sind halt ganz gut. Wobei da habe ich halt auch kein Zusatzgewicht.